Expedition in eine feindliche Welt. Seit Urzeiten stemmt sich hier das Leben gegen die Eiseskälte. Einige waren erfolgreich, andere sind Geschichte. Viele Geheimnisse bleiben in diesem weiten Land auf ewig ungelöst und sind Stoff für Märchen und Mythen. Dirk Steffens begibt sich auf eine atemberaubende Entdeckungsreise. Er will die Seele Sibiriens aufspüren, die eng mit der schier unendlichen Größe verwoben ist. Die Vielfalt der Landschaften spiegelt die Dimensionen wider. Die gewaltige Ausdehnung macht Sibirien zum achten Kontinent. Sibirien ist so gigantisch groß, es sprengt wirklich jeden Maßstab. Über 13 Millionen Quadratkilometer, fast 10% der gesamten Landfläche auf unserem Planeten. Das ist so riesig, dass sogar Morgen und Abend gleichzeitig hineinpassen. Während am westlichen Ende im Uralgebirge der Tag gerade anbricht, ist er 7000 Kilometer weiter östlich, in Kamtschatka, schon zu Ende. Und das hier ist immer noch Sibirien. Mit ein bisschen Glück kann man hier ein Tier beobachten, das ganz genau in die Landschaft passt. Denn es ist groß und majestätisch. Der Riesenseeadler. Er brütet im äußersten Osten Sibiriens auf Kamtschatka. Eigentlich würde man einen solch großen Vogel hier nicht erwarten, denn das karge Land scheint lebensfeindlich. Doch ausgerechnet hier hat der größte Adler der Welt seinen Lebensraum. Und sie sind der Grund dafür. Millionen Lachse bevölkern die Flüsse, um zu laichen. Ein Schlaraffenland für die Riesenseeadler. Mit ihrem ungewöhnlich großen Schnabel gelingt es ihnen, die harte Haut der Lachse aufzureißen. Die Größe erweist sich als ideale Anpassung an das spezielle Nahrungsangebot und ist zudem eine beeindruckende Waffe im Kampf mit Konkurrenten. Die Futterneider sind zahlreich, nicht nur unter den Artgenossen. Der Steinadler hat aus eigener Kraft keine Chance, an das nahrhafte Lachsfleisch zu gelangen. Er profitiert von der Vorarbeit der Seeadler, scheut aber die direkte Konfrontation. Der Steinadler ist in Sibirien weit verbreitet. Er ist der perfekte Jäger. Zwar taugen seine Waffen nicht für die Jagd auf Lachse, doch verfügt er über eine ausgefeilte Strategie für die Jagd über Land. Fehler kann er sich im rauen Sibirien nicht leisten, denn die Gelegenheiten sind rar. Die erbarmungslose Auslese der Natur beginnt für die jungen Steinadler schon kurz nach dem Schlüpfen. In der Regel legt die Mutter zwei Eier. Doch nur selten schaffen es beide Küken, erwachsen zu werden. Im Adlerhorst beginnt schon in den ersten Lebenswochen ein dramatischer Kampf ums Überleben. Das stärkere Jungtier setzt sich gnadenlos durch. Die grausam anmutende Strategie stellt sicher, dass wenigstens ein Küken den harten sibirischen Winter überleben wird. Wenn ein kleiner Adler groß ist, dann weiß er instinktiv, wie er Beute machen kann. Und südlich von hier am Altaigebirge, da haben die Leute es tatsächlich geschafft, sich diese Fähigkeiten eines Adlers zu eigen zu machen. Sie können zwar nicht fliegen, aber fast. Das Altaigebirge im Grenzgebiet zu Kasachstan.
Dass Adler zu wertvollen Gefährten werden können, lernen hier schon die Kinder. Es gilt, die Jungtiere rechtzeitig aus ihren Nestern zu holen, um sie früh an Menschen zu gewöhnen. Geschickt trainiert werden die Adler zu einer tödlichen Jagdwaffe. Das Volk der Berkutschi hat die Abrichtung perfektioniert. Für die Menschen im kargen Altai-Gebirge ist ein Wolf, der ihre Herde bedroht, ein mächtiger Gegner im Überlebenskampf. Jetzt soll sich die bis zu einem Jahr lange Trainingszeit mit den Adlern auszahlen. Die Vögel haben gewaltige Fänge. Sie sind viel kräftiger als die europäischer Adler. Die Belohnung stellt sicher, dass der Adler auch beim nächsten Mal den Zweikampf aufnimmt. Die Partnerschaft von Mensch und Vogel hat hier eine lange Tradition. Beide profitieren von der Kooperation unter den harten Bedingungen im Altai-Gebirge. Jede Landschaft Sibiriens hat ihre eigenen Gesetze. Der Erfindungsreichtum der Menschen ist so vielfältig wie die Natur. In der eisigen Tundra, hoch oben im Norden, ist ein anderes Tier unverzichtbar als Partner in der Kälte. Das Rentier. Rentiere liefern fast alles, was hier zum Leben nötig ist. Die Tiere lassen sich in riesigen Herden halten. Eine lebendige Vorratskammer. Sich daraus zu bedienen, ist allerdings nicht ganz leicht. Ein ausgewachsenes Tier wehrt sich mit all seiner unbändigen Kraft. Und die Geweihe können schmerzhafte Wunden reißen. Einem geübten Hirten entkommt jedoch keines der Tiere, auch nicht das bockigste. Neben dem Fleisch ist es vor allem das Fell, das den sibirischen Winter für die Menschen überhaupt erst erträglich macht. Alles ist aus Rentierhaut. Die Herde sichert die gesamte Ausstattung, vom Scheitel bis zur Sohle. Die Menschen leben nomadisch und einige ziehen mit ihren Herden das ganze Jahr über durch die Tundra. Nur 2 bis 4 Monate dauert die Vegetationsperiode. Doch Moose und Flechten bleiben unter der Schneedecke geschützt. Nahrung für die Rentiere, bis der Sommer kommt. Heute stellen viele Nomaden ihre Kenntnisse in den Dienst von Rentierzüchtern. In der milden Jahreszeit gilt es, die Herde wieder aufzupäppeln und verletzte Tiere zu behandeln. Dirk Steffens erfährt aus nächster Nähe, wie strapaziös die Versorgung der Herde ist. Das sibirische Rentier kann ziemlich stachelig sein. Wir haben das Tier hier gefangen, um es medizinisch zu versorgen. Und was man hier gut sehen kann, das sind wirklich diese ganz, ganz, ganz speziellen Gehwerkzeuge. Das sind nicht einfach Hufe, sondern breite Klauen, die die Tiere auch noch spreizen können. Im Winter kommen sie damit über jede Schneewehe. Und im Sommer, wenn der Permafrostboden von oben antaut und weite Teile der Tundra sumpfig werden, dann sind diese Spreizhängfüße auch richtig praktisch. Wow, das ist aber noch wild. Und auch wenn die Tiere Flüsse überqueren, dann sind diese Hufe super, denn dann funktionieren sie so ähnlich wie die Paddel einer Ente. Das Rentier ist für die Bewohner Sibiriens Gold wert. Doch unter der Erde verbergen sich Reichtümer, die nicht nur regional, sondern in der ganzen Welt begehrt sind. Uralte Goldwaschanlagen fand man im Südwesten Sibiriens, in einer Region, die auch heute noch die größte Lagerstätte Russlands beherbergt. Im sibirischen Boden verbergen sich noch weitere reiche Vorkommen wertvoller Metalle, wie Silber und Platin. Außerdem gibt es gigantische Diamantenvorkommen. Sibirien ist eine wahre Schatzkammer. Die Sibirier haben eine wirklich hübsche Erklärung für den Reichtum an Bodenschätzen.
Sie sagen, als der liebe Gott die Rohstoffe auf der Erde verteilt hat, da seien ihm hier bei Sibirien die Finger eingefroren und dann sei das ganze Zeug auf einmal runtergefallen. Alles auf einen Haufen. Tja, das sehen die Wissenschaftler natürlich anders. Sie bemühen zur Erklärung die Geologie und die Macht der Vulkane. Vor 250 Millionen Jahren herrschte hier ein einziges brodelndes Inferno. Für das Leben auf der Erde eine Katastrophe. Doch gleichzeitig entstanden gewaltige Lagerstätten wertvoller Metalle, die heute in Sibirien abgebaut werden. Noch immer drängen in einigen Teilen Sibiriens die Kräfte aus dem Untergrund an die Oberfläche. Sie erschaffen bizarre Landschaften, die sich nur mit Spezialfahrzeugen erkunden lassen. Eine lebensfeindliche Welt, die eher an die Oberfläche eines fernen Planeten erinnert, als an unsere Erde. Die gewaltigen Aschefelder rund um den Vulkan Tolbatschik. Wahrscheinlich ist das hier die abgefahrenste Teststrecke auf der ganzen Welt. Genau hier haben die Sowjets nämlich in den 60er Jahren, also mitten im Kalten Krieg, ihr Mondfahrzeug getestet. Sie wollten damals unbedingt noch vor den Amerikanern zumindest eine unbemannte Mission nach oben schießen. Und die Testfahrten dafür, die haben sie in dieser Vulkanwüste gemacht. Zum Einsatz gekommen ist das Gefährt aber nie, denn die Rakete ist unterwegs explodiert. Die Russen haben das Wettrennen zum Mond verloren und der Amerikaner Neil Armstrong schrieb wenig später Geschichte mit einem kleinen, großen Hüpfer. Er hinterließ als erster Mensch seine Fußspuren auf dem Mond. Und die Landepläne der Sowjets, nur noch Staub und Asche. Diese qualmenden Riesen machen Kamtschatkas besonderen Zauber aus. Lavafelder in Russlands fernem Osten, stumme Zeugen eines Schöpfungsprozesses, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Unter der Erde schlummert ein Höllenfeuer, das jederzeit ausbrechen kann, so wie beim Tolbatschik. 1975 schuf er mit gewaltigen Explosionen vier neue Vulkankrater. 17 Monate lang stieß der Feuerberg Asche aus, giftige Gase und glühende Lava. Sein Feuer vernichtete im Umkreis von 50 Quadratkilometern alles Leben. 1000 Grad heiße Lavaströme stürzten ins Tal. Zurück blieb unendliche Ödnis, die das Leben erst allmählich zurückerobert. Einen Ausbruch wie diesen gibt es nur etwa alle 200 Jahre. Doch auch kleinere Eruptionen können dramatische Folgen haben, weit über Kamtschatka hinaus. Wird die Asche über 10.000 Meter hoch geschleudert, erreicht sie die Flughöhe der großen Passagiermaschinen und droht, die Triebwerke zu blockieren. Weltweit beobachten 5 Forschungszentren den Ascheflug, um Piloten zu warnen. Die Halbinsel Kamtschatka liegt in einer geologisch brisanten Zone. Von Osten her schiebt sich die pazifische Platte unter die eurasische und drückt Kamtschatka stetig empor. Gewaltige Spannungen bauen sich auf. Vulkane, die auf einer solchen Subduktionszone liegen, gehören weltweit zu den gefährlichsten. Wie fragil die Erdkruste gerade hier auf Kamtschatka ist, spürt man im Tal der Geysire. Eine Hexenküche, aus der ständig Dampf quillt, kochend heiße Wasserfontänen und giftige Gase nach oben schießen. Ein magischer Ort und zugleich ein aufregendes Labor für Vulkanforscher. Wissenschaftler kochen auch nur mit Wasser. Einige ihrer Definitionen, die sind echt simpel, so wie diese. Ein Geysir ist ein Geysir, weil er ab und zu mal Pause macht. Es ist erst der regelmäßige Wechsel von Ruhephasen und Ausbrüchen, der einen Geysir definiert. Würde er die ganze Zeit vor sich hinköcheln, dann wäre er gar kein Geysir, sondern bloß eine heiße Quelle. So wie die da. Bei dieser Arbeit hier, da muss man nicht nur den Schwefelgestank aushalten, sondern immer auch Einblick auf die Uhr haben. Denn wenn der Geysir ausbricht, dann wird es hier lebensgefährlich. Ich werde die Zeit nutzen
um diese Spezialkamera einzusetzen, die russische Forscher gebastelt haben. Das 100 Grad heiße Wasser kann hier nichts anhaben. Sie liefert Bilder aus dem Untergrund. Und darauf zu erkennen, ist ein Schlotsystem, das in einer Kammer mündet. In dieser Kammer heizt sich das Wasser langsam auf und es entsteht Druck. Das Wasser kann aber nicht nach oben entweichen, denn da versperrt kältere Flüssigkeit den Weg. Und erst wenn der Druck in der Kammer wirklich zu groß wird, dann fliegt alles in die Luft. An der Oberfläche, da kühlt das Wasser dann wieder ab, es sickert zurück in die Kammer und der ganze Kreislauf beginnt wieder von vorne. Und so wie das jetzt blubbert, hole ich die Kamera mal besser raus. Hier im Tal der Geysire gibt es so viele davon, dass sie ein Mikroklima im kalten Kamtschatka produzieren. Der Frühling verbringt hier den langen Winter. Das wissen auch die Tiere. Der größte Braunbär der Welt, der kommt regelmäßig hier, um sich aufzuwärmen. Der Kamtschatka-Bär. Wenn im Frühling noch mehrere Meter Schnee die sibirische Taiga bedecken, haben Kamtschatka-Bären ihre monatelange Winterruhe schon beendet. Der erste Weg führt ins Tal der Geysire, wo das Mikroklima früh für ein reiches Nahrungsangebot sorgt. Es gilt zu fressen, was die Natur hergibt. Schließlich muss ein ausgewachsener Bär bis zum Winter ein Gewicht von 600 Kilogramm erreichen. Die Verpflegung, die unverzichtbar ist, um über den Winter zu kommen, finden die Bären nur hier. Lachse. Sie spielen eine Schlüsselrolle für das Leben in dieser abgelegenen Region. Doch die Bären haben Konkurrenz. Wilderer auf Beutezug. 60.000 Tonnen Lachs fallen jedes Jahr der Wilderei zum Opfer. Die Auswirkungen auf die Lachspopulation sind fatal. Mancherorts wird sich der Bestand vermutlich nicht mehr erholen. Denn die Wilderer fangen die Fische noch bevor sie laichen. Ihr Interesse gilt allein dem Kaviar. Der lässt sich leicht lagern und teuer verkaufen. Das Geschäft mit dem Kaviar könnte das komplette Ökosystem auf Kamtschatka gefährden. Denn der Lachs ist im fragilen Netzwerk der Natur in dieser kargen Region unverzichtbar. Ohne ihn könnten auch die Bären nicht überleben. Der sibirische Winter. Eis und Schnee stellen die Bewohner vor besondere Herausforderungen. Der Eisbär, weit im Norden, hat eine ausgefeilte Jagdstrategie entwickelt. Die Robben sind im Wasser unter dem Eis verborgen. Es ist die Nase, die dem Eisbär den Weg zu diesen Löchern weist. Robben müssen von Zeit zu Zeit an die Oberfläche, um zu atmen. Sie nutzen dafür Atemlöcher im Packeis. Für die Tiere sind sie lebenswichtig und gleichzeitig tödliche Gefahrenquelle. Eisbären lieben den Mundgeruch von Robben. Noch in einem Kilometer Entfernung erspüren sie ihre Beute. Nicht jeder Versuch gelingt. Doch solange es genug Packeis und Robben darunter gibt, ist dem Eisbär ausreichende Beute sicher. Die Bären sind auf die ausgedehnten Eisflächen angewiesen. Nur hier funktioniert ihre Jagdstrategie. Doch das Jagdrevier der Eisbären ist durch den Klimawandel in Gefahr. Das Eis schmilzt. Noch kann niemand sagen, ob die Eisbären mit den rasanten Veränderungen Schritt halten und sich anpassen können. Das Leben in Sibirien war schon früher dramatischen Klimaveränderungen ausgesetzt. Und eine Tierart steht wie kaum eine andere für die unwiderruflichen Folgen. Das Mammut. Bis zum Ende der letzten Eiszeit war das Wollmammut in Sibirien weit verbreitet. Die Erwärmung veränderte den Lebensraum der Tiere. Die weiten Grassteppen, auf denen die Mammuts einst ihre spezifische Nahrung fanden, verschwanden. In ihren letzten Rückzugsgebieten trafen sie dann auf einen weiteren mächtigen Feind, den Menschen.
Das Schicksal der Mammuts war besiegelt. Die Zeugen jener Zeit schlummern bis heute in den frostigen Böden Sibiriens. Mammutstoßzähne erbeutet man heute nicht mehr mit dem Speer, sondern eher mit einem Bunsenbrenner. Zumindest, wenn die Erde an der Fundstelle noch ganz oder teilweise gefroren ist. Dann muss man sie nämlich erstmal abtauchen. Und erst wenn man das gemacht hat, kann man den Stoßzahn rausziehen, ohne dass er dabei zerbricht. Das sieht an der richtigen Fundstelle auch nicht viel anders aus als hier bei mir. In Zukunft, da könnten solche Entdeckungen sogar noch viel häufiger werden. Denn weil es auf unserer Erde immer wärmer wird, taut Sibiriens Permafrostboden. Wind und Wasser tragen dann die Erde ab und so gelangen die Stoßzähne an die Oberfläche. Und immer wenn das passiert, machen die Mammutjäger fette Beute. Der Handel mit diesem Elfenbein, der ist ein richtig großes Geschäft. In Asien werden pro Kilo bis zu 500 Euro gezahlt. Und das heißt, es gibt für einen richtig großen, gut erhaltenen Stoßzahn bis zu 15.000 Euro. Also wirklich eine Menge Geld. In Sibiriens Boden stecken aber noch viel größere Schätze. Für die Wissenschaftler ist der Permafrostboden wie ein Fenster mit Blick auf die Eiszeit. Erst vor 4000 Jahren verschwanden die letzten Mammuts Sibiriens. Das, was der Permafrostboden nun mehr und mehr freigibt, fasziniert noch heute. Komplett erhaltene Mammutmumien. Für Wissenschaftler ein aufregender und aufschlussreicher Blick in die Vergangenheit. Solche Funde enthalten so viele Informationen, dass das Tier in den Augen der Forscher wieder lebendig wird. Vor 2 Jahren wurde ein solcher Forschertraum Wirklichkeit. Ein Nomade entdeckt das besterhaltene Mammut aller Zeiten. Flusswasser hat das Tier aus dem Boden gespült und hierher geschwemmt. Welche Botschaften wird das Mammutbaby aus längst vergangenen Zeiten preisgeben? Mit allen verfügbaren Methoden wird es studiert. Die Forscher lernen selbst den Speiseplan des Mammuts kennen. Es hat, wie Elefantenbabys unserer Zeit, den Kot der Mutter gefressen. Die Bakterien darin helfen, Pflanzennahrung zu verdauen. Doch die Tiermumie birgt noch einen weiteren Schatz. Seine überraschend gut erhaltene Erbinformation. Aus ihr wollen die Forscher die genaue Herkunft des Mammutbabys ablesen. Und sie beginnen, einen abenteuerlichen Traum zu träumen. Die Zukunft der Mammuts sehen sie nicht nur in den Schaukästen eines Museums. Manche Wissenschaftler vermuten, dass es in einigen Jahren gelingen könnte, Mammuts zu klonen. In den Träumen eines russischen Forschers sind die Tiere schon lebendig. Wie Dinosaurier im Jurassic Park sieht er Mammuts durch einen Eiszeitpark, einen Pleistozänpark streifen. In Gesellschaft von Zeitgenossen, die selbst schon vor Tausenden von Jahren ausgestorben sind. Es gibt Lebensräume in Sibirien, da scheint es, als sei die Zeit stehen geblieben. Jahrmillionen haben diesen See geformt. Sein Grund lässt sich nur mit einem U-Boot erkunden. Die Bewohner muten an wie aus einer anderen Welt. Es sind Organismen, die sich nirgendwo sonst wiederfinden. Nur hier, im Herzen Sibiriens, im Baikalsee. Der Grund des Baikalsees, der ist jetzt mehr als 1,5 Kilometer unter mir. Damit ist er der tiefste See der Welt und natürlich auch der größte. Das Wasser aus diesem See, das würde ausreichen, um jedes Fleckchen Erde auf unserem Planeten 20 Zentimeter hoch zu fluten. Oder ein anderes Beispiel, man könnte die gesamte Menschheit 50 Jahre lang mit Süßwasser versorgen. Das ist mal eine Menge Wasser. Es ist eine jahrhundertealte Tradition. Wenn das Eis meterdick ist, gehen die Burjaten auf die Jagd. Sie kennen die Besonderheiten des Sees ebenso wie seine ungewöhnlichen Bewohner. Robben, die es nur im Baikalsee gibt. Sie liefern den Burjaten Fleisch und Fell für den eisigen Winter. Einige hundert Tiere dürfen sie jagen. So bleibt der Bestand im Gleichgewicht.
Die Robben sind nur eine von mehr als 1000 endemischen Tierarten, die am Baikal leben. Das Heilige Meer, wie die Russen den See nennen, birgt auch heute noch völlig unbekannte Schätze. Abgeschieden in den Weiten Sibiriens hat sich eine einmalige Flora und Fauna entwickelt. Der Grund dafür ist die Entstehungsgeschichte des Sees, die vor 30 Millionen Jahren begann. Der Baikal liegt in einem Grabenbruch. Er entstand, als der indische Subkontinent sich wie ein Keil nach Norden schob und den Graben immer weiter auseinandertrieb. Ein Prozess, der heute noch andauert. Wie aber die Robben den Weg in den Graben fanden, diese Frage gibt Biologen noch immer Rätsel auf. Weltweit sind sie die einzige Robbenart, die nur im Süßwasser lebt. Wie noch ihre Vorfahren tummeln sich die Verwandten in den Ozeanen. Die Meeressäuger haben spezielle Strategien für das Leben im Wasser entwickelt. Eine davon ist die besondere Tauchtechnik dieser Säugetiere. Fast 200 Meter tief können sie abtauchen und eine halbe Stunde unter Wasser bleiben. Möglich wird das durch einen Trick. Die Robben atmen mehrmals tief ein und reichern ihr Blut mit Sauerstoff an. Dann pressen sie die Luft aus der Lunge. So verhindern sie, dass das zarte Gewebe unter dem Druck in großer Tiefe reißt. Eine Technik, die auch im Baikalsee von Vorteil ist, wo es gilt, die Beute in großer Tiefe aufzuspüren. 4000 Kilometer liegen zwischen Meer und Baikal. Vielleicht kamen die ersten Robben einst durch die Lena. Vor Millionen Jahren verband sie das Nordpolarmeer mit dem See. Später türmte sich ein Gebirge auf, das den Weg nun versperrt. Die gewaltigen Dimensionen Sibiriens bleiben eine Herausforderung für Tier und Mensch. 1891 startete die Regierung ein ehrgeiziges Infrastrukturprojekt, den Bau der Transsibirischen Eisenbahn. Er gilt als Meilenstein für die Erschließung Sibiriens. Das wesentliche Motiv: Zugang zu den Bodenschätzen. Wladiwostok im äußersten Osten sollte mit Moskau verbunden werden. Über die längste Eisenbahnlinie der Welt. Größtes Hindernis: der Baikalsee, eingebettet in Gebirgsketten. Es fehlt an der Technik, die Steigungen zu überwinden. Bis zur Fertigstellung einer Behelfsstrecke entlang des Ufers hatte man sogar zeitweise im Winter Gleise quer über den zugefrorenen See verlegt. Erst in den 50er Jahren entstand der heutige Verlauf durch die Berge. Zwischen Moskau und Wladiwostok liegen der Baikalsee, ungefähr 400 Bahnhöfe, 9300 Kilometer und 18 Millionen Eisenbahnschwellen. Ich habe nachgezählt.